Nina Enzmann, bekannt aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ, steht kurz vor ihrer ersten Geburt. GZSZ-Star Nina Enzmann, 39, fiebert nach einer beschwerdefreien Bilderbuchschwangerschaft der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Vorbereitet durch einen Geburtskurs mit einer Doula, fühlt sie sich laut Heimatsender RTL bestens gewappnet für die Entbindung. Ehemann Marc steht ihr natürlich auch zur Seite. Was die Babypause für ihre Rolle bedeutet, hat Nina RTL jetzt in einem Interview verraten. Nina Enzmann spricht über ihren Baby-Countdown. Der Baby-Countdown läuft. Wie geht es dir aktuell? Besonders gegen Ende der Schwangerschaft werde ich das quasi täglich gefragt. Und ich kann total happy nur immer wieder das Gleiche sagen. Ich bin immer noch quietschfidel. Wenn ich höre, was andere so erzählen, scheint es ein kleines Wunder zu sein, oder ich habe einfach Glück. Ich habe keine Beschwerden oder Einschränkungen. Einen Marathon würde ich natürlich nicht mehr laufen, lacht, aber ich fühle mich wirklich leicht und glücklich. Wie nervös bist du vor der Geburt? Ich bin selber von mir überrascht. Ich habe das Wunder der Geburt mit allem, was dazu gehört, ja noch nie durchlebt. Man sollte meinen, dass mich der Gedanke daran nervös macht. Vor allem, weil es ja kurz bevorsteht. Aber scheinbar machen meine Hormone einen richtig guten Job, denn ich bin total ausgeglichen und wenn überhaupt, dann nur positiv aufgeregt. Ich denke, der weibliche Körper weiß genau, was er tut. Hast du dich besonders auf die Geburt vorbereitet? Ich habe großes Glück, denn meine liebe Freundin Cornelia Dingendorf ist eine Doula und hat mit mir einen ganz tollen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Es handelte sich um einen Crashkurs via Zoom. Dort habe ich alles über den Ablauf einer natürlichen Geburt, inklusive Atmung, Massagen und so weiter, gelernt. Dieser Kurs gibt einem ein paar hilfreiche Informationen an die Hand, sodass man sich mental einigermaßen präpariert fühlt für den Tag der Tage. Wie sehr unterstützt dich dein Mann Marc? Marc ist toll, er übernimmt im Alltag so viel. Er achtet sehr darauf, dass ich genug und gesund esse und trägt alles für mich, was mehr als 200 Gramm wiegt, lacht. Er hat bei dem Vorbereitungskurs auch mitgemacht und weiß nun genau, wie er mir zur Seite stehen kann. Wie aufgeregt ist deine Freundin Anne Menden? Hat sie einen Wunschtermin? Anne freut sich wie ein Keks. Sie ruft mich seit dem 24. Januar, das war ihr Wunschtermin, alle paar Stunden an und erkundigt sich, ob die Wehen endlich eingesetzt haben. Außerdem hat sie die kommenden Tage so geplant, dass sie in der Nähe ist und gibt beim Drehen ihr Handy am GZSZ-Empfang ab, damit ihr im Studio sofort Bescheid gegeben werden kann, wenn es losgeht. Steht schon alles, oder muss noch etwas vorbereitet werden? Der Kinderwagen, Autositz, Wiege, Neugeborenenstuhl und so weiter sind bereits aufgebaut und stehen bereit. Jetzt werden noch die Wickelkommode und das Beistellbett geliefert, dann ist alles soweit fertig. Ich sage, das wird eine Punktlandung. Lacht, hast du schon Pläne für nach der Geburt? Nach der Geburt werden wir zu viert, unsere Hündin Cookie Mitte Inge rechnet, uns erst einmal viel Zeit nehmen, um uns kennenzulernen. Danach schauen wir mal, wie wir unseren neuen Alltag zusammengestalten. Im Februar steht ja die Berlinale an, die ich wahnsinnig liebe. Aber das lasse ich ganz entspannt auf mich zukommen und schaue, ob ich mich dann schon wieder so weit fühle, erstmals wieder unter Leute zu gehen. Wenn nicht, ist es auch okay. Ich mache mir da überhaupt keinen Druck. Das Wichtigste ist, dass wir uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um miteinander anzukommen. Ich freue mich auf die Zeit, es wird sicher intensiv und auch wahnsinnig toll.